Buenos tardes, ihr lieben grillbegeisterten Muchachas und Muchachos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Heute gibt es einen mexikanischen Feuertopf und wie ich den zubereite, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Wir legen gleich los. Die Zutaten, die stelle ich euch jetzt hier mit schon mal einzeln vor. Ich habe Sonnenblumenöl in einen Topf gegeben. Du meinst, du stellst die nach und nach vor? Nach oder? Und nach, ja. Und brate darin den Speck an. Lasse ihn auch etwas aus, aber der ist recht mager. Da muss man gar nicht so viel auslassen, deswegen nehme ich auch ein bisschen Sonnenblumenöl dazu. Das ist auch kein Speck, das ist Schinken. Zweiter Fehler. Stimmt, das ist kein Speck. Die Räucher der Schinken von deinem Herrn Tatar. Ja. Also nicht von ihm, sondern von ihm gemacht. Genau. Ansonsten nehmt ihr aber geräucherten Bauchspeck, würde ich euch empfehlen. Gut, wir machen weiter mit dem Hackfleisch. So, da haben wir hier ein gemischtes Hackfleisch. So, dann gebe ich hier doch schon mal ein bisschen Paprikapulver, rosenscharf hinein. Nein, das ist nicht rosenscharf. Oh, das ist edelsüß. Das habe ich ausgetauscht. Gegen? Edelsüß. Oh. Warum? Weil sonst, ja. Weil du Wahnsinnige drei verschiedenfarbige scharfe Chilischoten zusammengeschnitten hast. Ja, mexikanisch, Feuertopf. Das brennt zweimal. Wir wollen ja beim Thema bleiben. Also ich hätte mir da jetzt schon entweder rosenscharf oder sogar Cayennepfeffer gewünscht. Naja, aber wollen wir mal nicht ganz so übertreiben. Gut, dann machen wir gleich weiter mit den Zwiebeln, wenn wir schon so weit sind. Viele Zwiebeln, viel Knoblauch. Ja, da muss schon ordentlich Geschmack hinein. Arriba. Was heißt denn das eigentlich? Ich glaube, das heißt auf geht's. Oder genau, arriba. Knoblauch. Irgendwas mit auf oder hoch. Ja. Arriba, andale. Aber vielleicht wissen das ja die Zuschauer. Ja, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Es ist Zeit für die Chilis. So wie die Paprika. Jetzt wird es doch schon recht schön bunt. Weiter geht's mit Mais. Und den Cabanossi. Was für ein tolles und vor allem leichtes, na leicht im Sinne von halt easy, unkompliziert. Gut, jetzt würde ich sagen, ich gieße mit, ich gieße erstmal mit der Brühe auf. Ich habe hier Gemüsebrühe. Und gebe dann die stückigen Tomaten auch noch dazu. Ist auch wieder ein super Party-Pot-Party-Essen, das man optimal am Tag davor auch schon zubereiten kann, vorbereiten kann. Und mehrmals aufgewärmt schmeckt das Ganze ja noch viel besser. So, und jetzt werde ich einmal den Deckel schließen. Ich werde vielleicht sogar ein paar Briketts noch auflegen und das Ganze zum Köcheln bringen. Und dann kommen noch die letzten Zutaten dazu. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Und dann können wir schon probieren. So, schauen wir mal hinein. Ich denke, jetzt kocht es. Ja, sehr gut. Zeit für die Kidneybohnen. Die grünen Bohnen. Und die weißen Bohnen. Ist übrigens ein FT9, ein 12 Zoll Dutch Oven.
weil ich oftmals in den Kommentaren gefragt wird, ich operiere eigentlich immer mit dieser Größe. Also wenn ihr einen Dutch Oven seht, dann eigentlich immer diese Größe. Und sollte sich da mal was ändern, dann gebe ich euch Bescheid. So, ja, ganz schön voll. Jetzt lassen wir das Ganze ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde so dahin schmoren, köcheln. Und dann ist unser Feuertopf fertig. Jetzt ist eine Stunde vergangen. Lasst uns den Feuertopf mal kosten. Ich habe schon mit Salz und Pfeffer gewürzt. Schauen wir mal, ob es reicht. Jetzt rühren wir mal durch, damit sich das wieder gleichmäßiger verteilt alles. Sehr schön. Ja, das sieht doch super aus, oder? Total bunt. Das ist jetzt durch diese Bohnen, vor allem durch die Kidneybohnen, auch ein bisschen sämiger geworden. Ihr könntet übrigens auch noch Kartoffeln hineinschneiden. So, genug gerührt, jetzt wird probiert. Ah, ich muss vorsichtig sein, weil es könnte scharf sein. Und ist scharf. Das ist ja gar nichts. Das ist ja ein Witz. Ich empfehle mindestens rosenscharfes Paprikapulver, wenn nicht Cayennepfeffer. Oder Chili-Pulver. Ja, und wie schmeckt's? Anscheinend nicht schlecht, so wie du reinschaufelst. Ja, traumhaft. Also richtig mexikanisch. Sehr gut. Wunderbare Suppe. Wunderbarer Feuertopf, Eintopf. Sehr schön. Ja, macht doch unbedingt einmal diesen Feuertopf nach. Lasst mich wissen. Wobei, jetzt kommt der scharfe Abgang schon. Ist doch genug scharf geworden. Genau, seid ein bisschen vorsichtig oder würzt den Feuertopf einfach nach eurem Geschmack. Da sind ja auch noch andere Gewürze möglich, beispielsweise Kreuzkümmel. Genau, da könnt ihr ja ein bisschen testen und eure eigene Gewürzmischung da reingeben. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich verabschiede mich bei euch, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut.